nicht. Was mir immer gefallen hat, war, dass wir eine angenehm kritische Kundschaft haben und keine Konsumkasper, die wo einfach alles neimampfen, was man ihnen vorsetzt. Du meinst die Batsche, die Geschichte mit dem Rinderwahnsinn. Mhm. Kundschaft, Herr da! Ich geh schon! Grüß Gott! Ach, die Frau Batsche! Grüß Gott, Frau Bongsack! Na, was kriegen wir halt? Was nicht? Na, Frau Batsche, das ist ja ganz was Neues. Na ja, Frau Bongsang, ich muss jetzt einmal ganz ehrlich sagen, was ich da jetzt halt wieder gelesen habe, das ist so furchtbar. Also das ist furchtbar, ist das. Na, sagen Sie halt schon was. Na, in der Frau im Koma, da habe ich gelesen, dass wieder was mit dem ADAC gewesen ist. ADAC? Ja, dem Rinderwahnsinn. Sie meinen BSE. Genau. Mein Karl-Heinz Ehlich, der hat ja gesagt, dass so ein ABS bringt einen Gewinn an Sicherheit. Aber in der Frau am Koma ist gestanden, Servus, Frau Batsche. Grüß Gott, Herr. Wie gesagt, also da war gestanden, dass man halt schon arg vorsichtig sein muss heutzutage mit einer Fleischwaren. Ja, haben Sie wieder was gelesen? Ja, da war gestanden, also in etwa, wenn man nicht weiß, wo das Fleisch herkommt, dann kriegt man den Bruder Jakob. Wen? Sie meinen in Kreuzfeld. Ja, sag ich doch genau. Der hat doch eine Installationszeit von 15 Jahren. Ah, was? Wir haben doch kein schlechtes Wort da bei uns. Mei, das sag ich ja nicht, aber man muss halt wissen, wo es herkommt. Hey, nur Franz einfach. Schau es, die sitzen da. Der ist beispielsweise vom Schwein. Und das Schwein? Das ist auch vom Schwein. Bisher gibt's noch keinen Fall, dass ein Zebra eine Sau auf die Welt gebracht hat. Schau es, der Kalbsleberwurst, der kann es vertrauen. So. Na und wo haben Sie das Viech her? Jetzt schau es, da hab ich ein Foto von dem Kalb. Ach ja, ach goldig, ne? Ja, das ist kurz vor seinem Tod aufgenommen worden, singst das? Interessant. Da stehen die Eltern daneben, das ist der Schwager vom Kalb und ganz da hinten, da winken die Geschwister zum Abschied. Also, die familiären Verhältnisse von der Leberwurst, die sind einwandfrei. Na ja, dann nehme ich halt von der, ne? Na also. Und von wem sind jetzt die Rouladen? Ich meine, der Rouladen ist der vom Schwein? Na, vom Baumarkt. In Rouladen hab ich vom Obi. 39 mache das, Frau Batsche. Also wissen Sie, mein Karl-Heinz Selig... Ja, wenn Sie jetzt nicht gehen, Frau Batsche. Ja, stimmt. Also dann, ne? Ade, Frau Bungsack. Adele, Frau Batsche. Jetzt fix, wo ist denn jetzt die Blutwurst? Liegt neben dem Hirn. Und wo ist das Hirn? Da, wo es hingehört. Das glaube ich nicht.